gucken. Hat uns Kapital parat drin? Nein. Darf Gamora vielleicht, Digi? Hat er uns drin? Nein, nicht drin. Guck mal, Aube. David Luiz vielleicht. Warte, hinten aktuell. Er hat uns drin. Game over. David Luiz. Zeit. David Luiz hat Game uns einfach over. Bei Insta verlinkt, Bras. Stark. Danke, David Luiz, für den Support. Sylvia Mais. Teams nein, drin? Nein, 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 nein. Vielleicht die Free Kickers, warte mal. Free Kickers haben uns nicht drin. Dann haben wir noch hier so ein bisschen am Start. Pamela Reif vielleicht? Pamela Reif? Hat die uns drin? Könnte sein. Ist er denn drin? Nein. Ronaldinho vielleicht, Digga. Guck mal, der feiert auch sowas. Nein. Dann haben wir noch Mercedes. Denkst du, Mercedes macht uns rein? Vielleicht. Nein. EA Sport aber bestimmt. Ja, bestimmt. Auch nicht. Ronaldo. Aber der ist drin. Nein. Auch nicht drin. Pogba aber, der feiert Musik. Ja. Nein. Ich feier die falsche Musik. KS Freak. Komm der wenigstens. Nein. Sieht schlecht aus, bruh. Hat keiner uns drin. Sorry, bruh. Sorry, bruh. Hi Leute und herzlich willkommen bei Tizi Schubesch. Ja Jungs, und zwar ihr habt es ja schon gesehen, wir haben ja am Samstag unseren Song, sage ich mal, released, ja. Und wollten jetzt einfach mal dazu nochmal ein Statement bringen, wie, was, wo, ja, wie es dazu zustande kam oder warum und weshalb, ja. Kann man ja mal direkt so anfangen, sage ich mal, ja. So die Gesamtresonanz, ja, sage ich mal. War nicht schlecht, ja, muss man schon sagen. Ja, ich sage mega, ihr seid ja komplett eskaliert in 2 Stunden, 100.000 Aufrufe. Daumen nach unten natürlich etwas da, ja, wie auch schon erwartet. Alles easy, können wir auch alles verstehen. Aber wir wollen euch einfach nur mal ganz kurz in dem Video jetzt einfach mal die Sicht von uns schildern. Warum, wieso, weshalb und alles, ja, Weitere können wir dann noch. Genau, ich würde sagen, wir fangen mal so an. Die Sache war ja, ihr wisst ja, ne, Broski damals seinen allerersten Track gebracht, ja. Wenn man sich den, sage ich mal, jetzt heute aus unserer Seite, oder wenn man sich den jetzt heute anhört, denkt man auch so, oh, wow, ja, so, ne? Auch ein bisschen holperig und sonst irgendwas, ja? War auch noch nicht so wie die Tracks, wo dann jetzt, sage ich mal, von ihm kamen, ja? Sagen wir es mal so, ja? Dann damals Steini sein Song, ja? Wo auch, sage ich mal, ein paar Lines so gegen uns waren, ja? Wo man mal so gedacht haben, ja, irgendwann wird da mal eine Antwort kommen, ja? Genauso auch, ja? Wie dann King of Fatal von Broski und den anderen Song, Benji. Genau, oder von Benji Gamer Bruder, ja. Bruder. Ja. Auf jeden Fall, natürlich muss man sagen, damals Steini hat auch nicht selbst gerappt, ja. Klar, Benji, Broski haben das immer selbst gemacht, ja. Dazu muss man halt auch sagen, es ist definitiv nicht ihr erstes Mal gewesen, muss man halt auch einfach so ehrlicherweise dann sagen, ja. Wir, sag ich mal, haben null Erfahrung, was Rappen angeht, was Textschreiben angeht. Was überhaupt so Sachen angeht. Wir wollen ja auch gar keine Rapper werden. Wir können es nicht und wir wollen es auch nicht. Genau, ja? Der erste Punkt, auf den wir auf jeden Fall eingehen wollen, Jungs, ist natürlich, so Sachen, die dienen ja einfach nur zur Unterhaltung. Wir wollen ja nicht in die Musikcharts oder iTunes-Charts oder wollen einfach einen Raf Camora von der 123 oder so. Aber geil, so, aber fangen wir nicht. Ja? Nee, darum geht's ja auch nicht. Ja. Das ist ja nicht unser Milieu. Es gibt ja nicht umsonst den Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das, was wir hier gemacht haben oder was die Crew für euch macht, Jungs, das sind FIFA-YouTuber, das machen wir einfach erstmal, weil wir Spaß an denen Projekten haben und weil wir euch einfach unterhalten wollen. Und für nichts anderes soll das Video zählen, ja? Ja. Wir wollen, wie gesagt, nicht bei MTV Music Awards auftreten, sondern einfach nur zur Unterhaltung. Und ich muss sagen, darum finde ich es halt ein bisschen schade, dass da waren halt schon ein paar. Ich meine, wenn jemand die Kritik schreibt, so Jungs, ihr müsst doch dann selbst rappen und so, alles verständlich. Haben auch Hetze bekommen, so Kommentare, genau. Ja. Es geht ja darum, dass wir es einfach nicht können, das wissen wir einfach auch. Deswegen haben wir gedacht, dass es für euch halt gut die Unterhaltung wird, machen wir ein Video, was relativ, also finde ich, nach unseren Ansprüchen richtig geil geworden ist, ja. Dann nochmal dicke Dank auf jeden Fall an Philipp, der das Video auch gecuttet hat. Wir haben gedacht, okay, komm, wir brauchen irgendwie so einen Catcher, wo die Jungs sagen, Alter, das sind einfach meine Teasy-Jungs. Die sind so behindert und lassen einfach einen Promi einfliegen für sowas. Genau, da will ich auch noch was sagen, Jungs. Und es ist ja nicht so, ja, es gibt ein altes Video, da können wir euch auch mal einen Ausschnitt hier zeigen. Da hocken wir noch bei Timo auf der Couch und sagen, wenn wir irgendwann mal, wenn wir noch einen Tippschein war, das gewinnen, ja, da kriegst du sogar Gänsehaut, ja. Wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, holen wir uns Mikaela zu uns, damals noch auf die Couch, ja, holen wir die uns zu uns, ja. Und wir dachten einfach so, komm schon, ja. Und hier seht ihr ihn jetzt. Diese
Schubesch. Wir schauen heute mal locker Bundesliga, Leute, und haben hier ein paar Tipps gemacht, Leute. Eine Shisha läuft. Wir hoffen, ja, es geht was bei unseren Tipps, weil schon lange nichts mehr geholt. Aber Leute, und wann ein Tipp kommt, Leute, sitzt hier zwischen uns Mikaela Schäfer. Mikaela Schäfer. Genau, es ging uns einfach nur darum, wirklich euch zu unterhalten, Jungs, mit einem Video, was attraktiv ist, mit einer Person, die man auch wirklich kennt. Dann wiederum muss man auch sagen, haben wir den Digi55, will er ja genannt werden, ja, dazu geholt. Den kennen ja auch schon alle, die wir in den Livestreams, ist ja bei uns auf der Playlist, ihr feiert seine Stimme selbst. Wir haben ihn deswegen dazu geholt, weil wir auch gedacht haben, ey komm, wenn wir es machen, dann holen wir jemanden dazu, der es kann, ja, genau. Den ihr auch schon vielleicht von der Stimme her ein bisschen vertraulich kennt. Wo wir selbst sagen, ey komm, wir geben ihm, sage ich mal, auch die Chance, auf so einer größeren Bühne, wie er die ganze Zeit hatte, einfach aufzutreten, ja, um halt auch mal zu zeigen, was er kann. Ich finde, er hat es klasse gemacht. Was wir hier deutlich sagen müssen, das ist jetzt keine Rechtfertigung. Wir stehen genau. Zu 100% hinter dem, was wir gemacht haben. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh, wir sehen Dislikes und müssen uns irgendwie rechtfertigen. Genau. Nee, wir stehen zu 100% hinter dem Projekt, was wir da gestartet haben, was sich für uns über mehrere Wochen, Monate gezogen hat. Was viel Kraft, Schweiß, Energie, weil ich sag mal, natürlich kann Digi, ja, sag ich mal, kennt ja Broski, der kennt Benji, ja, der kennt genau. Stein, also vom Text her. Ist ja klar, dass er das auch nicht hätte selber machen können, ja. Ich meine, es müssten ja wir schon irgendwie, jetzt fällt nochmal ein Mikrofon runter, die Initiative muss ja da schon von uns ausgehen, ja. Und wie Timo auch sagt, ja, es ist rein der Unterhaltung, da wollten wir schon einfach so ein fettes Video liefern, wo er sagt so, oh, krank, Alter, ne, krank. Und ich meine, so ist es, ist ja auch die Großteil der Resonanz, ist ja so auch so. So ist es ja auch, ja, angekommen bei euch. Manche nehmen es halt wieder zu ernst und denken, warum wollt ihr jetzt Rapper, ihr kennt nicht rappen, ihr könnt nicht rappen und so. Wie gesagt, das ist ja auch nicht unsere Absicht. Es dient zur Unterhaltung, es soll einfach Gaudi sein, dass da Mikaela dabei ist. Einfach nur Antwort so ein bisschen auf die anderen Tracks, ja, jetzt auch nicht direkt irgendwie hardcore unter die Gürtellinie genau, geschossen. Genau, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja keinen Streit mit einem Broski, wir haben ja keinen Streit mit einem Benji, wir haben ja keinen Streit mit einem Steini, oder die Crew wird sich ja auch niemals, sage ich mal so, trennen, weil wir einfach uns, ja, ich sag mal, sowas gab's noch nicht, ja, oder wir haben uns kennengelernt, ja, kann man nochmal so sagen. Da hat noch kein Mensch irgendjemand Erfolg gehabt auf YouTube. Wir sind einfach so Freunde, ne? Man muss wirklich sagen, ja, wir sind ja mittlerweile, ist es so, ich will jetzt nicht so viel Privates nennen, ja, ja, aber dass teilweise, egal ob Steini, Benji, Broski oder wir bei ihnen, sind mittlerweile schon auf Privatfeiern, ja? Ja. Ich meine, ihr seht nicht alles und so, man gibt auch nicht alles preis, aber die sind schon auf richtig enge Familiefeiern, genau, sind die schon mit dabei, weil es einfach mittlerweile wirklich schon Freunde geworden sind und wir uns auch wirklich mittlerweile oder oft sehen. Wenn einer mal ein Problem hat, dann wird alles direkt ein Broski angerufen, Benji, ein Steini, wird sich da Meinung reingeholt. Genau. Ja? Das ist halt einfach nur noch mal so, Jungs, jetzt die Message, die wir jetzt halt mal so zu euch rüberbringen wollen, dass ihr jetzt vielleicht auch versteht und sagt, ah ja, okay, komm, ja, die Jungs haben recht, das dient ja eigentlich nur zur Unterhaltung. Ihr könnt uns da auch gerne mal eure Meinung reinschreiben, ja. Genau. Interessiert uns auf jeden Fall auch mal, ja, wie ihr das so seht, ja. Ich meine, klar, haben einige geschrieben so, ihr hättet schon mehr rappen können. Das stimmt, aber ich sag, wenn wir mehr gerappt hätten, dann hätte es dementsprechend auch so angehört. Und dann, ja, hätte es wieder gehiesen, hört sich absolut scheiße an, warum rappt ihr, ihr könnt's, ja, nicht und... Das ist halt, man kann es halt auf YouTube, genau, nie seine Leute, also nicht seine Leute, ich denke, die TZ Army versteht es und die Pro Army und alle hin und her. Viele, die jetzt auch neutral, sage ich mal, auf den Track kommen, die denken dann, Alter, was sind das für Humble-Männer, aber das ist uns egal, weil es ging einfach wirklich nur zur Unterhaltung und ihr müsst wissen, die Crew ist wirklich hier, Jungs, durch dick und dünn und so. Und ich sag mal so, wir haben auch immer mal Spaß, ihr wisst ja bei uns, ja, natürlich sind wir FIFA-YouTubers, wenn wir ja auch bleiben, aber ich sag mal, wir haben auch manchmal Spaß, mal was anderes zu machen einfach, ja, mal... Keine Ahnung, dann halt, wie kennst du einen Boxautomat oder mal eine Fußball-Challenge oder ein Vlog einfach. Ja. Und ihr nehmt es ja auch geil an. Ihr wisst, ihr bekommt auf unsere vier Kanäle, bekommt ihr einfach, ich will jetzt nicht irgendwie nicht abgehoben oder so, aber ihr kriegt doch geile Unterhaltung, Jungs. Ja, ihr habt immer geile Duelle, egal wer gegen wen. Wir haben Beleidigungen, egal wer, ja, gegen wen. Wir verstehen uns, wenn wir wieder die Crew-Vlogs kommen von Gamescom. Die sind auch immer, welche so. Es ist doch, das ist doch einfach eine geile Sache, was da einfach ist. Und das wollte man einfach nochmal sagen, genau, dass ihr das nicht in den falschen Hals kriegt, Jungs. Keine Angst, wir bleiben bei FIFA. Wir wollen keine Rapper werden. Es war einfach nur ein Spaßtrack, um zu sehen, so, ey, es hat uns auch Bock gemacht, so mit Mikaela Schäfer mal den ganzen Tag zu verbringen. Weil da kommen wir vielleicht auch mal zum nächsten Thema. Wenn es euch interessiert, wie das alles so background-technisch abgelaufen ist. Da waren echt paar peinliche Storys dabei oder, ja, ein paar Storys halt so, wo man halt so dachte, so, scheiße, wird nervös, aber ja, ne. Genau, über welchen Zeitraum wir das gebracht haben, was wir alles haben anmieten müssen, welche Locations wir hatten, da geht ja nochmal ganz, ganz dickes
ganz, ganz dickes Lob raus an die Laser Tag Boys von Grünstadt. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung, die uns da die Halle zur Verfügung gestellt haben. Und wenn ihr aber mal das ganze Hintergrund wissen wollt, so zur Lasertech-Halle, zu Michaela Schäfer, wie war das mit dem Rapper, wie war es im Tonstudio, wie war es Michaela Schäfer persönlich am Flughafen abzuholen? Ja, wie war es, wo wir plötzlich vom Mikrofon gestanden haben und noch rumgequäkst haben, ja? Wie viel Anläufe wir überhaupt gebraucht haben, bis wir überhaupt dieses Tissi, bis das überhaupt mal so überhaupt da war. Wie gesagt, ihr kennt uns, wir nehmen uns ja selbst dabei auf die Schippe. Und deswegen, also wenn ihr da wirklich Bock habt, dann kommt heute, ihr seht das Video am Montag. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr Donnerstag oder so das Video dann hochladen. Ich würde sagen, einfach ganz plausibel, weil da erkennt man jetzt einfach überhaupt Interesse habt an dem weiteren Geschehen. Bei 10.000 Likes oder so sagen wir einfach, okay, dann habt ihr Bock, dann wollt ihr denn das Background-Wissen haben, dann geht mir das euch, wie das war mit dem Beatbauer, ja, dass wir halber das Feld abgebrannt haben beim Fackeldreh und so. Wie gesagt, ihr habt das in der Hand, wenn ihr das wissen wollt noch zum Track, dann... Genau, man kann auch zu Michaela sagen, wir hatten ja auch so, das muss man auch mal Danke sagen, dass ihr uns sowas überhaupt ermöglicht, dass wir so jemanden dazu holen kann. Aber wir wollen es natürlich auch mit euch teilen. Ich meine, ja, wir wollen jetzt nicht erstmal sagen, okay, hier, Arsch und Titten, dann hätten wir uns nicht Michaela holen brauchen, dann hätten wir irgendeine Tussi holen können, die ihren Arsch da reinstreckt, dass es dann ein paar Klicks gibt. Darum geht's uns ja gar nicht. Es ging uns einfach darum, dass wir das damals schon gesagt haben, ihr habt uns das bis jetzt auf dem Weg ermöglicht, das zu machen, und dann wollen wir das auch mit euch teilen, ja, und... Wir haben vielleicht auch noch ein paar andere Projekte, sowas ist einfach was Lustiges, das sind einfach wir Jungs, ja, wir sind durchgeknallt, wir übertreiben es gern. Wir sind gestört, bringt es zu Punkt, ja. Auf der Hinsicht sind wir wirklich gestört. Und natürlich, ja, muss man auch sagen, also ich glaube, es gibt vielleicht welche, die, wenn sie Dislikes bekommen, oh, scheiße, aber wir sind so nett, Jungs, ja, uns nimmt sowas immer mit, das muss man auch klar sagen, ja, uns nimmt sowas mit, ja, auch wenn man natürlich auch sieht so, oh, da ist jetzt wieder ein D-Abo und hier ist eins und das nimmt einem natürlich mit. Soll natürlich auch keine Rechtfertigung sein, weil, wie Timo schon gesagt, wir stehen da hinten dran, aber... Zu 100% stehen wir in der Saison. Ihr seid uns ja auch wichtig, wisst ihr? Also ich meine, wir wollen ja natürlich auch von euch das Feedback dazu haben, ja? Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel gesagt hättet so, ja, völliger Rotz so, und wenn es das, dann hätten wir gesagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht oder sowas. Aber ist es ja nicht, ja. Selbst dann wäre es eigentlich auch kein Fehler gewesen, weil wir gesagt haben, wir haben Bock da drauf, wir kennen unsere Community, die feiern sowas. Und halt wirklich, deswegen war halt einfach auch der Webber am Start, deswegen war Michaela am Start, deswegen war auch das, ich in meiner Meinung nach, dieses geile Video am Start, um halt einfach auch unsere Unfähigkeit, da war mal kein Geheimnis draus, dass ihr trotzdem was Attraktives vor der Linse habt und nicht da noch so zwei Humble-Männer, die irgendwo in einem Untergang stehen, ja, abgefilmt mit einer Handykamera. Manchmal hat man ja schon unsere Versuche in einem Livestream oder irgendwo gesehen, also... Deswegen, darum ging es uns einfach. Das wollten wir mal gesagt haben. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass wir ein bisschen über den Tag erzählen oder über die Monate, wo wir das jetzt gemacht haben, weil wir, ihr wisst ja, wir sind noch berufstätig, Simon studiert noch, da war ja auch nicht immer so die Zeit, dass man sagt, wir machen jetzt 4 Tage am Stück, reisen wir nach Berlin, machen das, geht ja bei uns nicht. Deswegen, Jungs, also wie gesagt, lasst einen Daumen da, wenn ihr das sehen wollt, das war nur mal so ein kleines Statement und schreibt gerne in die Kommentare wirklich, ob ihr das jetzt vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt oder immer noch denkt, so, macht nicht auf Rapper Spaß, dies, was auch gar nicht unsere Absicht ist, sondern wir dienen lediglich zur Unterhaltung und scheuen da auch keine Mühen und Kosten. Eins müssen wir sagen, ich bin am Boxautomat zurück. Ah, okay, geh weiter. Das ist, aber er hat noch keinen Rekord, Junge, bleib ruhig. Ich war aber knapp dran! Oh ne, Digga, da haben noch 20 Punkte gefehlt, sogar genau seit 22 Punkten, also bleib ruhig. Rainer Maul? Darum geht's. Wollten wir nur gesagt haben, Liebe geht natürlich wie immer raus. Ihr wisst Bescheid. Haut's da rein. Schreibt's drunter, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, haut rein. Ciao.